Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Town of Light. Ich bin Juli von Yusha und wir haben gerade ein verstörendes Video gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Wir können es auch nicht nochmal sehen. Also schauen wir uns einfach weiter um. Was Besseres können wir eh nicht tun. Hier stehen wieder lustige Badewannen und Türen oder was auch immer. Sieht sehr türig aus, ja. Okay, dann suchen wir einfach weiter nach dem verschütteten Rest unserer selbst, den wir hier irgendwie verloren haben. Ich kann hier nicht raus. Das heißt, wir finden einen anderen Weg. Wie wir darüber kommen. Ich denke nämlich nicht, dass ich darunter fallen, springen, laufen soll. Ich weiß nicht mal, ob ich richtig bin. Hier, ich kann die immer noch nicht anhören. Aber wenigstens lustige Absperrungen haben die hingestellt. Ist das nicht überhaupt, kommen wir nicht von hier? Gut, dann. Ist jetzt die Frage, hier kann ich nicht durch. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hier kamen wir doch her. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Ich glaube, da hinten ging es auch nicht weiter. Da ist noch ein Durchbruch. Toll. Ah, warte. Ja, hier kommen wir doch. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hier kommen wir her. Habe ich mich hier hinten? Ich habe hier doch alles gesehen. Ich glaube, ich bin falsch. Ihr wisst ja, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Darum laufen wir den ganzen Weg jetzt zurück. Ich immer noch nicht weiß, wohin mit mir. Ich kriege auch keinen Hinweis, also. Ich kriege auch keinen Hinweis, also ich habe Space gedrückt. Mit Space kriege ich keine Hinweise, mit H kriege ich Hinweise. H wie Help. Wieso schon wieder? Da komme ich nicht rein. Ah, das hat sich jetzt zurückgewickelt. Oder es wickelt sich gerade. Musste ich zurückgehen? Ich will die andere gerne hören. Wickelt sich das zurück? Nee, ich glaube, das wickelt sich auf in die andere Richtung. Das ist nicht hilfreich. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Hier kann ich nicht durch. Das haben wir erst gesehen. Wow, willkommen zurück. Yay. Das haben wir gelesen, alles andere auch. Hier durch vielleicht? Sieht richtig aus. Sind wir immer noch in der Anstalt? Sieht hier irgendwie sehr nach Umbau aus. Okay, da es da runter geht, würde ich gerne erstmal hier hinten. Fahrstuhl, den wir nicht rufen können, eine Tür, durch die wir nicht gehen können. Also sollen wir wieder runter. Ah, die ist verschlossen. Hier darf ich also nicht rein. Gut, dann gehen wir runter. Ich hätte gerne die andere Kassette gehört. Ich sag Kassette, aber ihr wisst, was ich meine. Das war mehr als deutlich, wo wir lang sollen.
Ich gucke mich trotzdem vorher nochmal hier um. Okay, das sieht hier noch verlassener aus als das andere Gebäude. Okay, dann folgen wir dem Hinweis und gehen raus. Ja, das ist einfach ein verschlossener Teil des Gebäudes. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht wohin, aber da hinten gibt es einen Durchbruch. Also da ist ein Loch in der Wand. Könnte man als Durchbruch bezeichnen. Da können wir schon mal aber nicht durchlaufen, also gut, dann laufen wir um das Gebäude rum, bis wir einen Eingang finden. Ah, verstehe. Das erklärt, ich habe mich gewundert mit mir selber, warum da, wo wir waren, nur Frauen waren. So, scheinbar wurden Männer und Frauen getrennt gehalten. Erklärt erstens, warum wir diesen Abteil hier nicht kennen. 5 May 1943. Bernice in a good state of health. She eats and speaks. Is orientated in space and time. Therapy suspended. 3 December. She asks reasonably if she can leave the hospital. Evaluate patient for 6 months. 2 May 1944. Discharge denied, despite favorable psychiatric opinion. Patient has no home or means of support. 4 May. The reasons why discharge is impossible are explained. And in this manner, Renee learns of her mother's death, 2 years after the fact. 5 May. During the night, she tried to kill herself by hanging herself with a sheet, saved by the nurses. Restrained to her bed, she once more tries to kill herself by suffocation. It is decided to perform a transorbital lobotomy. Oh my God. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin kein Arzt, aber wenn ich mich nicht täusche, dann war das das, womit sie das mit der Nadel, wisst ihr, wo sie einen bestimmten Teil des Gehirns ausschalten, sage ich jetzt mal. Danach ist man nicht mehr so wirklich man selbst. Man verliert sozusagen, ja, den Willen, sage ich jetzt mal. Wenn es tatsächlich das ist, dann ist sie verloren. Auf der anderen Seite würde das jetzt aber gar keinen Sinn ergeben, weil wir hier ja noch rumlaufen und unseren Verstand ja irgendwie beisammen haben. Nicht so richtig, aber irgendwie. In gewisser Weise. Wir scheinen so ein bisschen Richtung Vergangenheit zu gehen. Es sieht hier jedenfalls so sauber und ordentlich aus. Okay, hier können wir nichts machen. Sieht nicht verlassen aus. Wisst ihr, was ich meine? Die Geräusche sind auch so gedämpft. Huch, ich bin gegen die Wand gelaufen. Genie. Da komme ich nicht durch. Ist verschlossen. Auch. Auch. Wow, was für ein Zufall. Auch. Auch. Was soll ich denn in dem Raum da hinten machen? Da ist doch nichts. Okay, gehen wir wieder. Hätte ich hier was anklicken müssen? Ah, okay. Mein Fehler.
Okay, die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher noch als in anderen europäischen Ländern oder in den USA. Die ursprüngliche Technik oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontfrontallappen zu erreichen und anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn dies sehr häufig vorkam. Erhielt 1994 den Nobelpreis für Medizin, da in den 50er Jahren des... Oh Gott. Wer soll das so schnell lesen? Ich bin wirklich gut im Schnelllesen. Still. Aber... Wer? Ich bin sehr geübt im Untertitellesen. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Ich bin überrascht, dass die Menschen nicht wieder wie Matsche aussehen wie sonst. Die haben tatsächlich Farben und sowas. Ich hatte recht, was die Lobotomie betrifft. Jedenfalls halb, zumindest. Ich konnte nicht alles lesen. Aber ich bin mir nicht sicher bei den Auswirkungen. Ob ich da auch recht hatte. Tut es nicht, ihr Monster! Ja, komm doch noch näher! Starr mich ruhig an mit deinem creepigen Gesicht. Ich bin unzufrieden. Ich will nicht, dass es so endet. Wieso sehen wir so alt aus? Sind wir wirklich so alt? Fickt euch alle. Ich will... Läuft bei euch. Ja, haut drauf. Unfassbar. June 10th, 1944. Operation successful. Patient tranquil and collaborative. Motor coordination capacity reduced, but she's improving. Transferred to the tranquil department in the care of Dr. B. 25th of October. Continues to talk about Amara and her doll, Charlotte. The disturbances of motor capacity show slight signs of improvement. Difficulty walking, not capable of riding, and the nurses report that they have to help her dress, wash, and feed herself. In the summer of 1944, Renee was transferred back into my department. Aware of little, indifferent, hardly ever spoke. One day, she said, "When I find the courage to look at myself in the mirror, I see a young face which is aged and looks at me full of fear." She is a woman now who has changed profoundly compared to the girl that I had under my care several years ago. The sadness of her gaze and her intelligence are unchanged. She's so young,
just 23 years old, but is lacking all vitality. Perhaps her condition may improve, but probably not. Her life has been thrown away. And nobody did a thing to try to avoid this. Ja, da jetzt nichts kommt im Moment, fange ich einfach mal an, das ganze Revue passieren zu lassen. Ist eigentlich Schwachsinn, ich habe das Spiel am Stück durchgespielt. Es ist so ein bisschen... Things for playing, ja, bitteschön. Es ist unglaublich. Das ist wieder einer dieser Momente, wo ich mich freue, in einer anderen Zeit geboren zu sein. Weit in der Zukunft. Quasi von da an. Das ist unglaublich, was für Dinge in dieser Welt schiefgelaufen sind. Vor allen Dingen in der Vergangenheit. Und wie viele Dinge noch schieflaufen werden, ist ja nicht so, als ob die Menschen dazu lernen würden. Kann sein, dass wir schlauer werden, kann sein, dass wir uns weiterentwickeln, aber wirklich schlauer wird die Menschheit nicht. Man muss sich ja nur umschauen. Ich schätze mal, die verlangt von mir, dass ich irgendwas drücke. Nein? Okay, dann nicht. Dann bleiben wir halt für immer für den auf dem Thanks for Playing Button Bildschirm Ding. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bereue nicht, dieses Spiel gespielt zu haben, aber es macht einen innerlich so fertig einfach. Das auf eine andere Weise, als Spiele mich normalerweise fertig machen. Ich meine, ich war bei Among the Sleep auch fertig. Aber es war anders. Das war mehr Angst. Und bei The Vanishing of Ethan Carter war ich fertig, aber das war auch wieder anders. Das war berührend auf eine unschuldige, kindliche Weise. Und dieses hier ist verstörend. Das sieht auch meine Katze so. Na, Luna? Ich auch so. Es macht mich traurig. Ich bin traurig. Ich bin verstört und traurig und finde es scheiße. Kann ich? Ah. Welcome to the Frontbildschirm. Keine Ahnung. Zurück im Menü. Wieso sage ich nicht Menü? Okay,
Ich danke euch fürs Zuschauen. Normalerweise würde ich mich an dieser Stelle für eure Geduld bedanken, aber ich bin eigentlich relativ gut durchgekommen. Ich hatte nicht erwartet, dass das Ganze so kurz ist, obwohl, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen? Irgendwann um Mitternacht, jetzt ist es 4:15 Uhr. Morgens, versteht sich. Ist ja klar, wenn man um Mitternacht anfängt. Ich bin so schlau. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in den nächsten Spielen, Let's Plays, mit dabei. Ich rede Kauderwelsch. Ich bin echt fertig. Ich hätte noch gern erfahren, was gewesen wären, wenn wir alle 17 Dinge gefunden hätten. Wahrscheinlich gar nichts, aber gut, das war eben Pech. Schaut auch in unseren anderen Projekten vorbei oder bei unseren Partnern oder in unseren anderen Projekten. Schaut auch gerne bei Charlie vorbei, die hat auch das ein oder andere interessante Spiel laufen und sonst gibt es ja noch die Let's Play Togethers und schaut auch gerne wieder in meinen Projekten dabei. Ich freue mich immer, wenn ihr da seid. Wenn es heißt, zermürben wir die kleine Juli. Na gut, bis dahin. Tüdelü.